Und ich habe auf 15 Quadratmeter mit meinem Mitbewohner zusammengelebt. Und wenn das hier ausreicht in dem Moment, dann ja, ist das für den Moment der Traumjob. Und das hat mir gereicht. Hallo. Hi, ich bin Max, 25 Jahre alt, habe Lehramt studiert in Gießen. Wie war dein Werdegang zum Lehrer? Naja, erstmal, ich habe angefangen, Lehramt zu studieren in Gießen, ohne dass ich eigentlich wusste, ob das das Richtige ist, ob das der Traumjob ist. Aber ich habe angefangen, weil ich hier bleiben wollte, weil ich hier Handball gespielt habe in der Region und das mich mein Leben sehr beeinflusst hat zu der Zeit. Und ich habe mir eigentlich erst im letzten Jahr Gedanken darüber gemacht, so, ach ja, das wird dann später mein Job. Und ich habe auch viel in der Schule nebenbei gearbeitet, es hat mir immer Spaß gemacht, aber so richtig realisiert habe ich es eigentlich erst gegen Ende des Studiums. Welches sind deine drei wichtigsten Skills und wo strugglest du regelmäßig? Ich denke, meine drei wichtigsten Skills sind auf jeden Fall Anpassungsfähigkeit, große Lust, neue Dinge zu lernen und Offenheit für neue Situationen, aber Offenheit auch Menschen gegenüber. Wenn man jetzt auf den Job denkt, struggle ich extrem damit, Planungssicherheit geben zu können. Also diese Zuverlässigkeit auf lange Sicht ist, glaube ich, manchmal schon schwierig. Ob ich das geben kann, weiß ich nicht. Was machst du in 3 Jahren? Sag es uns in 3 Sätzen. Also was ich mir vorstellen könnte, ich glaube, kein Mensch weiß, was in 3, also vielleicht wissen es manche Menschen, ich weiß es eigentlich nicht. Wissen ist voll übertrieben, aber ich kann mir vorstellen, in 3 Jahren sehe ich mich irgendwie, dass ich diese beiden Tätigkeitsfelder verbunden habe. Die Seriosität vom Lehrerberuf mit dem freiheitsliebenden Ich als Skilehrer in den Bergen irgendwie. Und ich glaube, es gibt da eine Möglichkeit, das zu verbinden und danach suche ich.